langsam kommen die ersten Fans auch an die Strecke ran. Zum letzten Achtelfinale der ersten Bundesliga. Nordrhein-Westfalen-Derby, Ruderverein-Rauxel gegen das Sprintteam Mülheim, der sechste gegen den achten in der Tabelle. Und Rauxel will endlich diese Medaille. Die Frauen vom RV Kassel-Rauxel haben schon mal eine gewonnen, letztes Jahr hier. Und jetzt wollen die Männer nachlegen. Rauxel auf der Innenbahn, Mülheim. Der Gutachter von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr. Daneben. Und auch hier wird eine Mannschaft gleich richtig enttäuscht sein, die nicht unter den ersten acht dabei ist. Wer holt sich hier das Ticket für die Top 8? Mülheim oder Rauxel? Beim E.ON, Hanse Alster Cup ist in die Top 8 dabei. Das Team aus Mülheim.